Tobias Eisenhut, 2:2 gegen Viktoria Berlin. Wie bewerten Sie das Ergebnis kurz nach dem Abpfiff? Ja, ich glaube, wir sind sehr gut reingekommen, haben dann auch das frühe 1-0 gemacht, hatten dann eine lange, lange schwere Phase, wo wir nicht gut gespielt haben. Und dann kriegen wir 2-1 und müssen es 2-2 schon früher machen. Und dann machen wir mit Brügge seinen Kopfball den Ausgleich und dann kurz vor Schluss spiele ich 2 schlechte Fehlpässe, die dann mehr oder weniger wahrscheinlich auch das Tor gekostet haben. Und ja, ich muss sie einfach besser ausspielen, dann nehme ich mich auch in die Pflicht und dann gewinnen wir das Ding noch. Jetzt gab es nur einen Punkt gegen Viktoria. Lok Leipzig hat gewonnen, Altkliniker verloren. Vorne 3 Mannschaften mit 41 Punkten in der Regionalliga. Es bleibt richtig spannend heute. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, wir haben schon gegen Lok und Altkliniker gespielt. Wir müssen jetzt gegen die vermeintlich schwächeren Gegner auch punkten, definitiv punkten, auch auswärts punkten. Und am Ende der Saison müssen wir halt hoffen, dass wir rumstehen. Als nächstes steht ein Spiel beim VfB Auerbach an. Das klingt schon ziemlich ungemütlich. Was erwarten Sie da? Ja, auf jeden Fall ein schweres Spiel. Wahrscheinlich nicht den allerbesten Rasen. Wird ein sehr kampfbetontes Spiel und dann hoffen wir, dass wir da die 3 Punkte mitnehmen. Trotz allem bleibt die Energie auch weiter ungeschlagen. Jetzt schon 16 Spiele in Folge. Wie viel ist das wert und was macht das mit der Mannschaft? Ja, ich glaube, es ist eine gute Sache, dass wir schon so lange ungeschlagen sind. Aber ich glaube, heute war definitiv mehr drin. Und jetzt am Anfang überwiegt natürlich der Frust über den Unentschieden, weil wir hätten mehr gewinnen können. Und ja. Das sah eigentlich so gut aus zum Anfang. 8. Minute gleich das 1:0. Wieso ist da nicht gelungen, dann noch mehr Druck aufzubauen? Keine Ahnung, das jetzt in der so kurz am Spiel zu sagen, vielleicht spielt der Kopf eine Rolle. Es ist sicherlich nicht mehr wie in der Hinrunde, wo man frei aufspielen kann, sondern wir wollen was erreichen. Aber es gibt halt so Phasen in der Saison, wo halt nicht alles glatt läuft. Es war eine lange Pause. Man muss sich alles hart erarbeiten und eins kann ich versprechen. Die Ausgangsposition, die wir haben, die werden wir sicherlich nicht so leicht aufgeben. Das ist schon ärgerlich, weil wir wollen ja natürlich jedes Spiel gewinnen, aber zum Schluss ein Punkt anstatt gar kein Punkt ist nochmal besser. Es ging so gut los, 1:0 geführt, relativ früh. Wieso ist es dann nicht gelungen, mehr Druck aufzubauen? Das weiß ich nicht. Vielleicht waren wir zu unkonzentriert in den bestimmten Situationen. Ja, ich kann mal sagen, dass wir eher unzufrieden sind, weil unser Ziel war klar, 3 Punkte zu gewinnen. Wie auf der Pressekonferenz, was ich gesagt habe, wir werden mal unsere Chancen kriegen. Und wir haben gesehen, dass die auch Tore bekommen können. Und leider, wir haben auch zu einfache Tore wie das Spiel gegen Lok Leipzig. Und ja, wir können mal auch ein bisschen glücklich sein, aber das ist nicht unser Ziel hier auf unserer Stadt, für unsere Fans, unentschieden zu spielen. Ja, das macht uns, wie gesagt, ein bisschen unglücklich. Es lief doch eigentlich ganz gut zum Anfang, eine frühe Führung, wo man dachte, Viktoria muss jetzt ein bisschen mehr kommen. Warum hat dann Energie nicht geschafft, noch mehr Druck zu entwickeln? Ja, ich glaube, wir sollten mal weiter so nach vorne spielen, wie erste paar Minuten. Wir sollten mal noch ein Tor schießen und in dem Moment vielleicht, wir konnten mal das Spiel zuschließen. Aber es ist nicht so gekommen. Wir haben gesehen, dass die auch nicht so schlecht sind. Die waren richtig stark in der Zweikampf. Und wir hatten mal Schwierigkeiten, glaube ich, genau in der Phase, in die Zweikämpfe. Und deswegen, es war nicht so einfach. Dann gab es in der zweiten Halbzeit noch eine knifflige Situation, wo Sie im Strafraum gefallen sind. Der Schiri hat ihm eine gelbe Karte für eine Schwalbe gegeben. Wie haben Sie es gesehen? Nee, das war nicht für Schwalbe, das war für meine Reaktion danach. Aber von mir aus war Elfmeter, weil ich gehe zum Ball und der Innenverteidiger, der geht direkt auf meinen Körper und der bringt mich raus von meiner Situation. Aber ja, am Ende ist der Schiedsrichter, der nimmt eine Entscheidung und wir können mal nichts ändern. Markus Hoffmann, 2:2 mit Viktoria Berlin gegen einen Cottbus. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Also vorm Spiel hätten wir es wahrscheinlich nicht unterschrieben, den Punkt mitzunehmen. Wenn man natürlich in der 87. oder 86. den Ausgleich bekommt, dann ist das schon ein bisschen bitter. Weil vorher, glaube ich, auch die Möglichkeit haben, das rein zu machen. Nichtsdestotrotz, denke ich, geht insgesamt der Punkt in Ordnung. Cottbus hat natürlich hier auf die Wand schon immer viel Druck entwickelt, obwohl sie jetzt so richtig extrem klare Torchancen, glaube ich, nicht hatten in der zweiten Halbzeit. Auch erste Halbzeit eigentlich auch. Naja, also wir hatten sie eigentlich ganz gut im Griff dafür, dass es schon so spielerisch mit die beste Mannschaft ist. Ja, schade, dass wir das Ding nicht über die Zeit bringen. Das ist natürlich, das tut schon weh. Haben Sie sich ein bisschen gewundert? Energie hat ja schnell geführt, 1:0. Es lief eigentlich alles für den FCE und dann kamen die nicht so richtig in Gang. Was war da los? Was denken Sie? Naja, das liegt, glaube ich, auch daran, dass wir einfach auch eine gute Mannschaft sind. Wir spielen einfach auch guten Fußball, versuchen nicht die Dinger nach vorne zu kloppen, sondern halt auch vernünftig aufzubauen.
Und dann ist es vielleicht für so eine Mannschaft auch mal anders als gegen andere Mannschaften in der Liga. Und die müssen dann vielleicht auch mehr verteidigen, was sie vielleicht nicht so gewohnt sind. Kann daran liegen, ja. Wie war es für Sie persönlich, mal wieder am Stein der Freundschaft zu spielen? Ja, ich habe es gerade schon zu Herrn Hischke gesagt, mein ehemaliger Lehrer bei der Sportschule. Das ist für mich natürlich immer was ganz Besonderes. Das ist meine DNA, wenn man so will. Ne? Ich bin hier groß geworden auf dem Internat und hierher zu kommen ist für mich immer Reise meine Kindheit, meine Jugend und meine Vergangenheit. Das ist was ganz Tolles.